Lasciatemi cantare. Sie springen ja immer früher aus den Federn, Monsieur Fabrizi. Ja, wie heißt es bei uns? La mattina è la madre delle grandi vittorie. Ich habe bei Gott gerade keine besonders guten Karten. Weil ich gelogen habe. Und der Ramadan kommt näher. Ja, ja, aber der Doktor hat gesagt... Ich weiß, was der Doktor sagt und ich mache ihn auch nicht dieses Jahr. Ich will, dass du ihn machst. Du machst ihn an meiner Stelle. Und das heißt? Ich will ganz einfach, dass dieser Ramadan nicht nur eine Formalität bleibt. Dass du ihn machst und dabei an mich denkst. Ich denke sowieso immer an dich, wenn ich ihn mache. Nur, dass ich leider in Italien bin. Warum bittest du nicht Karim darum? Das ist besser, praktischer. Du hast dein Auge auf ihn. Machst du das wirklich? Aber ja. Du hast es versprochen und ein Vorbild hält sein Wort. Oh, lass den Scheiß mit dem Vorbild. Ich setz dich nicht unter Druck, Murat, aber Ramadan und Parmaschinken lässt sich nicht vereinbaren. Macht Spaß, ja? Ziemlich, ja. Ich hoffe, das öffnet dir die Augen. Ich schlag mich seit 5 Jahren ganz gut durch. Nein, Murat, du versaust alles und der große Beschnittene da oben präsentiert dir jetzt die Rechnung. Was, das geht's dir besser? Bist du fertig? Wenn du nur mit einem Monat Ramadan für 5 Jahre Lügen bezahlen musst, ist der Preis nicht sehr hoch. Wo liegt das Problem? Ich habe meinem Vater versprochen, an seiner Stelle den Ramadan zu machen. Das schaffst du nie. Kannst du voll vergessen. Bei dem Leben, das du führst, gebe ich dir keine 2 Tage. Ja. So zu tun, als wäre ich Italiener und gleichzeitig den Ramadan machen, ist ein bisschen viel auf einmal. Bist du kein Italiener mehr? Aber doch, Schätzchen. Aber doch. Ach, si, si. Super. Hör mal, Religion ist nicht dein Ding. Ich habe gar nichts gegen Religion. Mich nervt nur das Ganze drumherum. Du musst doch auch nicht donnerstags Fisch essen, damit du dich als Katholik fühlst. Das ist freitags und ich bin bekanntlich Jude. Aber das ist doch gar nicht das Problem. Jude oder Nicht-Jude ist dasselbe. Ist eben nicht dasselbe, ja? Was dir das Leben schwer macht, Dino, ist nicht die Religion, ha? Das sind deine vielen Lügen. Ich lüge überhaupt nicht. Oh. Ich arrangiere mich mit einer Gesellschaft, die nicht perfekt ist. Ah, ja. Also, und was wäre das denn, sowas wie eine perfekte Gesellschaft für dich? Sagen wir mal zum Beispiel eine Gesellschaft, die Wohnungen bevorzugt an Araber vergibt. Und an Juden. Ah, ja. Na, in dem Fall ja. Das ist gut. Du wirst es also machen. Hä? Den Ramadan. Ja. Wozu sollte ein Versprechen sonst gut sein? Oh Mann. Wie ist das, mit den, den... Den? Na, dem... Hä? Na, dem Umgang. Dem Umgang mit anderen? Ja, und... Vor allem, naja, dem Umgang mit den anderen, ich meine, den Frauen. Sexueller Umgang. Ja. Nun, die Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Erlaubt ist sie nach Sonnenuntergang. Ah, na, da fällt mir aber ein dicker Stein vom Herzen. Wie hätte ich meiner Frau beibringen sollen, dass wir einen Monat darauf verzichten müssen? Ist ja auch normal, mit seiner Frau zu schlafen, wenn man verheiratet ist. Ja, klar, ist ganz normal. Um bei der Wahrheit zu bleiben, wir sind nicht so richtig verheiratet. Dann verwechseln Sie Liebe mit Unzucht, mein Sohn. Abstinenz. Hm. Aber wir... Und wenn wir uns nur berühren, ohne... Naja, ich meine... Ein bisschen... Ein Monat nichts. Ist Gott. Verstehe, hab verstanden. Kein Problem. Das bekomme ich hin. Nichts. Nur die Liebe Gottes und die Hilfe seines Abgesandten. Ja. Des Abgesandten. Gut. Ja, und wenn ich schwach werde? 2 Monate Fasten. Oder Essen für 60 Bedürftige. Ah, jedes Mal? Mhm. Gut. Wann geht's los? Oh, Sie haben Zeit, sich vorzubereiten. Die Mondsichel erscheint erst bei Sonnenuntergang um 22:01 Uhr. Oh ja, das ist ja fast zu viel Zeit. Und ab 5:58 Uhr beginnt dann das Fasten. Ist gut. 22:01 Uhr, 5:58 Uhr. Okay. Also, Ramadan Mubarak. Ramadan Karim. Siehst du, du hast nicht alles vergessen. Also mit Pauken und Trompeten wäre es mir fast lieber gewesen. Sehen wir uns heute Abend, mio amore? Okay, aber spät, ich habe Inventur. Spät? Was heißt spät? Na, weiß nicht, gegen 10. Ach so, das geht nicht. Wir müssen uns unbedingt vor 22:01 Uhr sehen. Aber warum denn das? Weil ich muss morgen früh raus, sagen wir 21 Uhr. Okay, ich tue, was ich kann. Ciao, Bella. Ciao. Martin, Shukran, mein Fadlak. Hier. Sprechen Sie vielleicht Arabisch? Nein, ich meine Shukran, Shuya, Labas. Was war das gerade? Sprich mit deinen Eltern, Murat. Auf keinen Fall.
Was hast du jetzt vor? Improvisieren. Findest du nicht, dass du schon ein bisschen lang improvisierst?